Blasen signalisieren, ja, ich habe ein Loch im Schlauch. Bei 5 mache ich zu, dann gucke ich, wenn er runter sinkt. Nee, bei 5 machst du ihn auf. Meine ich ja. Heute ist Betonmarsch. Wir betonieren heute unsere Platte für unsere neue Produktionshalle. 27 LKWs stehen hier schon am Start. Nicht 27, aber 3. Und ich bringe nach und nach jetzt den Beton rein und dann wird geglättet. Heute Nacht wird geglättet. Fette Aktion für uns. Endlich wird das hier wieder ein Haus. Wir freuen uns. Was passiert? Eins von den Rohren hier ist undicht. Und jetzt blubbert der Beton. Und jetzt er schaufelt, aber es läuft natürlich von allen Seiten wieder dahin. Ne? Jetzt ist das Fließmittel scheiße, du. Ja, so haben wir das gemacht. Ja. Ich mach auf. Ja, oh Mann, nee, der ist hier nicht. Hier ist das nicht. Das ist hier. Hier ist das. Hier. Das ist hier, ist es. Hier. Ja, da hast du. Ja, ich will den Bock da raus. Hier ist er. Ja, brauchen wir Rüttelzange. Hier, da kommt er raus. Ja, unten. Ja. So. Soll ich das ein bisschen anlupfen oder lieber in Ruhe lassen? Mach mal ab. Sag mal, ob wir hier so zwei so kleine Stücke Streckmetall hintun, dass das nicht wieder zusammenlaufen kann und die dann reinrödeln oder so? Was denkst du? So ist es, ne? Weil sonst kann er ja tagelang schaufeln hier, das läuft ja wieder zusammen. Ja, ja. Jetzt, ne? Das Fließmittel ist jetzt scheiße hier an dem Mal reinmachen müssen wir das hier. Super. Aber stell mal vor, er macht jetzt Druck drauf auf alle. Was sind das, 4 Kreise, auf alle Kreise hier? Mach mich nicht wahnsinnig. Und das hier mach mich nicht wahnsinnig. Da haben wir einen Jacuzzi hier, einen Beton-Jacuzzi haben wir denn. Dann stell mal vor. Dann sag ich dir nur eins, dann bin ich aber weg hier. So. Lass uns mal beruhigen, du. Lass uns mal beruhigen, ne? Wenn so, dass man hier so eine gute Rückhalt und Hilfe hat, ist Problem. Wie weg und legt mal eine Kündigung bei Frank. Ja. Mal gucken, wir haben hier mit Kabelstrapsen hier ein bisschen fest. Kabelbinder sind fest, ne? Ja, dass wir das ziehen können, ne? Ja. Aber ich sag mal, wenn wir den Bereich jetzt freikriegen, so, dann ist gut. Ja, ja. Er hat draufgetreten, irgendwas, keine Ahnung. Hier, guck mal da. Nicht so, nicht bewegen, nicht mehr. Nicht. Aber hier, da kann ich ja, dir sagen, ja, warum. Ja, ja. Da ist der Rödel dran, guck mal, die Spitze. Siehst du? Und weißt du, wie viele Stellen das hier sind? So, ja, machen wir gleich mal weg. Oh Gott. Baby, weg machen wir den mal. Dann kann da schon mal nicht mehr kaputt gehen, denn nachher. Ach, das ist ja so lieb. Die haben die Stelle schon mal gesichert. Ja, so, also, mit dem Wasser zusammen. Wo bleibt der Klempner? Ja, aber einmal reicht, so als Vorführer. Das ist, ne, für die Kamera immer gut. Für den Bauherr natürlich mehr Scheiß. Das sofort wieder zusammen. Ich weiß nicht, wie groß ist denn das? Wie viel muss er da abklemmen oder was hier? Schneidet er raus. Ja. So, und dann sitzt er die Muffe. Reicht hier das hoch? Wie viel Platz her? Ja, das ist genau an dem Scheißeisen. Ne? Hast du einen Kompressor mit? Nee, dann kann Marco. Marco! Ich hab auch nichts mit. Marco? Marco! Kompressor brauchen wir. Ja. Nee, brauchst du nicht. Nee? Wo wollt ihr reindrücken? So, kannst du da hinten nicht noch? Hast du da die Anschlüsse nicht? Nein, da sind jetzt Stopfen. Ja. Ach so. Ah. Ne? Ich brauche keinen Kompressor, geht nicht. Ja, nee, den ist gut. Und wenn du jetzt noch irgendwas rein. Ja, weiß ich nicht. Ich kann nur losfahren, einen holen. Hallo! Thank you.
aller Bescheidenheit, allen Gebühren und Respekt den Vorschlag äußern, nochmal Druck auf dieses System zu geben. Ich habe aber nichts im Auto. Sie sehen ja, was für ein Auto ich heute fahre, weil mein Auto in der Werkstatt ist. Was brauchen Sie denn? Ich brauche da einen Übergang von Zoll auf Halb und einen Kompressor dafür. Einen Kompressor habe ich da? Ja. Einen kleinen handlichen oder den großen, auch mit 8 Bar, alles am Start? Ja, aber ich brauche dafür einen Übergang von Zoll auf Halb. Ein Gewind oder Press zum Pressen? Nee, zum Schrauben. Eine Reduzierung von Zoll auf Halb, die wir da reinschrauben können, damit wir da wieder Druck aufgeben können. Weil das muss ja heute erst passiert sein, denn wir haben ja gestern extra nochmal abgedrückt. Wir haben so für Kompressoranschlüsse sozusagen, so eine Druckluftanschlüsse, da haben wir Zoll oder auch Halbzoll, glaube ich, Gewinde. Ja, wir können ja mal gucken. Stell dir mal vor, wir machen jetzt Druck drauf und dann haben wir hier Jacuzzi. Das heißt, da müsste einer hin. Kann man da noch hin? Ja. Den aufschneiden und den Verteiler aufmachen. Zeig mir die Stelle, wo aufgedreht werden muss. Nee. Ich habe Gummistiefel an, ich kann das machen. Ich gehe da hinten gehe ich ganz vorsichtig. Von der kleinen Tür rein, mach die Folie auf, Und geh da wieder weg. Einer muss dann hinterher gehen und glatt machen mit dem Glätter. Das heißt, wir machen jetzt nur die beiden Verteiler, drücken nochmal neu und sehen dann, ob es blubbert. Das ist ein Foto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir waren in dem hier, da sind wir drin. Wir geben jetzt auf diesen einmal Dampf rauf. Ja. Und dann machen wir auf den anderen nochmal Dampf rauf. Alles gut. Aber dann, da hinten ist ja noch Druck drauf gewesen. Da muss bloß der Meister gleich hin und wieder zumachen. Ja, mach ich. Hast du eine Druckanzeige auf dem Kompressor? Ja. Kompressor? 6 Bar sind jetzt. Machen wir so zwischen 4 und 5. Stopp! Ach so. Ach ja, okay, alles klar. Ich hab verstanden. Ja, der ist natürlich jetzt nicht so groß, ne? Aber wir können auch einen Schlauch holen vom Großen, ne? Zur Not. Damit das, weil das, der hat halt nicht so viel Volumen, was er pumpt, ne? Wir brauchen ja an den Nähmaschinen immer nur Füßchenlüftung und sowas. Hast du zu nur noch einen langen Schlauch da? Du hast irgendwie gekauft, ne? In der komm mit. Nein. Mach ihn aber kurz einfach aus. Ja. Und dann lässt du ihn mal gucken. Wenn er senkt, dann machst du ihn wieder an, dass er sich dann auf 5 einpegelt. Ja, der hat aber glaube ich 8 insgesamt. Ne? Der macht der war 8. Jetzt kann auch. Kann das nicht runterregeln? Nee, aber du kannst ja aufs Manometer gucken. Richtig. Bei 5 mach ich zu. Dann gucke ich, wenn er runter sinkt. Nee, bei 5 machst du ihn auf. Meine ich ja. Zu. Den Hahn lässt du auf. Achso, ja, so. Du musst ja den Kompressor ausmachen. Ja, behämmert und offen lassen. Okay. Ja, ist offen. Geht wieder runter. Genau, das so gesund ist für den Kompressor. Da kein Schalter. 3, 2, 1 und. Jetzt los! Ja, das Ding hat keinen Schalter. Du kannst doch hier zudrehen. Ja, und? Dann hast was du passiert dann? Du musst auf den Manometer, so, wir wollen 5 Bar auf dem Manometer haben und dann. Machen wir zu. Ja, ist so jetzt. Ja, schau, wenn ich jetzt zumache. Ja, so super, lass doch. Jetzt sind doch hier trotzdem nur 5 Meter. Hier sind doch jetzt nur 5 Bar drauf. Ja, weißt du das? Ja, du hast doch gerade zugemacht. Ja, aber ich weiß es doch nicht. Jetzt drückt er noch hoch bis auf 8. Aber ich weiß doch nicht, wie viel auf das Deck geht oder nicht. Du hast doch bei 5 hier zugemacht. Mach mal aus. Marco, ich sehe, wir wollen auf dem Kreis 5 Bar haben. Ja, es ist zu viel. Ja, aber er siegt doch. Er sinkt runter, siehst du das? Ja, weil nicht dicht ist. Wenn eine Weile brauchen wir natürlich, bis sich das im System einstellt, aber wir müssen gucken, ob das irgendwo rausblubbert wieder. Findwasser. Okay, aber ich kann ihm jetzt sagen, 5 Bar sind drauf, er kann abnehmen.
kann runternehmen. Fünfmal. Lass ihn mal eine kleine Weile hier gucken. Sinkt er weiter? Ja, weil das ein chinesisches Manometer ist, Mann. Oder Barometer. Sinkt er? Nee, 5,5 sind drauf. Sinkt immer noch ein bisschen. Nee, weil das nicht, dann kann das nicht dicht sein. Wie soll denn das gehen? Der Schlauch kann sich ein bisschen ausdehnen, okay? Ja, klar, eine ganze Länge, ne? Also, das ist ganz schön. Ich bin gerade auch im Fitting unterwegs. Aber der steht jetzt. Der steht jetzt. Ja, der steht, das ist recht. Mach mal zu hier. Du gehst jetzt den am Kasten ausdrehen, am Kasten ausdrehen. Was eine Scheiße, Alter. Scheiße. Hier, guck mal. Das ist der Hühnerschrecker. Guck mal, ob keiner guckt. Achso, das ist das, der Übeltäter. Ja. Guck mal. Also, ne, da durch. Wo der relativ dickwandig ist, ne? Oh, ich hab grad gedacht. Ja, ich hab vorne. Zischen? Ich hab vorne aber auch. Aber bei dem Zischen können wir jetzt ja gar. Nee, du siehst es wirklich. Du hörst es sowieso nicht. Du siehst es aber. Ja. Ne? Wie gesagt, ich habe gleich mal ein Video davon gemacht, sah gut aus. Also du musstest einfach nur einmal drauf treten, reicht nicht. Aber wenn du eine Flaschenrunde drauf hast, das ist wie ein Bohrer. Ne? Da drückst du ein Loch rein. Der Zwischenstand? Naja, wir haben jetzt erstmal sozusagen die erste Havarie behoben. Die völlige Katastrophe abgewendet. Und sind guter Dinge, dass vielleicht jetzt wir verschont bleiben von weiteren Rückschlägen. Aber das kann man offensichtlich nicht mit 100%iger Genauigkeit ausschließen. A few moments later. Oh! Diese Blasen signalisieren ja, ich habe ein Loch im Schlauch. Läuft. Okay, Freunde, also wir sind jetzt schon recht weit eigentlich mit unserem Bauvorhaben hier. Tatsächlich, ganz ungewöhnlich, sind wir sogar, man möchte sagen, im Zeitplan, den wir uns selber gesetzt haben. Was haben wir jetzt schon geschafft? Also wir haben hier schon an der Halle den Ringanker vorbereitet, den werden wir jetzt demnächst betonieren, wenn die Temperaturen das wieder erlauben. Wir haben die Bodenplatte drin, in der Bodenplatte sind Heizspiralen. Das heißt, was als nächstes kommt im Grunde genommen, der nächste große Schritt ist der Stahlbau. Und auch der Dachstuhl wird aus Stahl, deswegen feiern wir auch Richtfest, nachdem der Stahl gestellt wurde. Und das passiert Ende Januar. Shoutout an Firma Husen, die bauen nämlich unseren Stahl und werden den dann hierher transportieren und aufstellen. Wie das passiert, das werdet ihr euch in ganz vielen Videos dann auch anschauen können. Das wird mit Sicherheit mega interessant werden. Ich habe auch Bock, da mal selber mit ein bisschen zu schweißen irgendwie. Mich interessiert das einfach, wie die das machen. Das sind echt krasse Profis. Sieht man selten eigentlich, mit wie viel Know-how an sowas rangegangen werden muss. Denn das soll ja dann hier hunderte Jahre halten, dieses Gebäude. Alright, jetzt hat uns ein bisschen der Schnee überrascht hier. Aber das ist gar nicht schlimm. So ist eine schöne feuchte Decke auf dem Beton. Und so hydriert er gut und bindet langsam ab. Der wurde noch geglättet über Nacht hier, das habt ihr nicht gesehen. Da waren hier so Leute, die sind hier so mit Flügelglättern drüber gefahren. Und jetzt ist die Betonplatte fertig. Wie es weitergeht, das könnt ihr euch entweder auf dem Land-Kanal anschauen oder natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Stay tuned, das wird echt noch hier sehr interessant werden.